So, dann ist jetzt die Frage, was bauen wir jetzt zuerst? Wir müssen erstmal an Geld kommen. Das heißt, Nahrung und Rohstoffe. Bau zurzeit nicht verfügbar, bin Ultimo die Bobplay verloren. So ein Arsch! Wie mit der über den Weg läuft und dann. Und so, ne? So, dann bauen wir hier einfach das Holzfällerlocher. So. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir noch eine Kirche, Gesundheit, nein, da gucken wir mal. Bildung, was sind sie denn? Bildung, Bildung. Okay, wir verfügen über 4 Hochschulleute und 7 Oberschulkräfte, alles klaro. Und zwei Grundschulkräfte, das ist wow. So, natürlich müssen wir hier wieder ein bisschen vorspulen. Wow, 0. So, und wird sie es alleine hochziehen? Kahlschlag, nur selektives Fell. Nee, Kahlschlag. Ihr müsst an Geld kommen. Was? Sie kommt her, haut Nagel rein und geht wieder. Was soll denn das? Das finde ich irgendwie witzig. Was hängt denn hier sonst noch alles? So, so, aha, aha, ja, ja. Interessant. Sagt mal. Um den Mangel an Rohstoffen der Insel auszugleichen, sind wir auf Importe angewiesen. Für unseren Plan brauchen wir zunächst ein Zollamt. Mit diesem Gebäude können wir den Preis unserer Exporte erhöhen, beziehungsweise die Kosten unserer Importe senken. Nachdem der erste Schritt unseres Plans umgesetzt ist, werde ich meine Beziehungen spielen lassen und niedrigere Importpreise für Rohstoffe aushandeln. Das sollte unserer Industrie die nötige Schubkraft verleihen, um ins Laufen zu kommen. Finde ich gut. Aber erstmal will ich hier dieses ganze Grundzeug bauen. So, komm! Was? Scheiß doch jetzt drauf. Sonderlich arbeitsam sind unsere Leute hier nicht. So, Wirtschaft, Wohlstand, eine Kirche. Oder stellen wir hier erstmal eine Klinik hin? Ich denke, die passt da sogar besser her. Ich meine, hier, das schaut irgendwie hübscher aus. Daneben dann die Kirche, wenn da jemand bei einer Operation oder so drauf geht, können wir sie direkt beerdigen. Das ist die Logik dahinter. Und dann brauchen wir natürlich noch Schulen, ne? Weil wir brauchen ja für unsere Fabriken dann auch ausgebildete Arbeitskräfte und neue Ärzte und Pfarrer und so brauchen wir dann natürlich auch noch. Aber das wird werden. Moment, können wir hier... Jawohl, Gartenbauhütte. Genau so was brauchen wir. Ich meine, wir haben zwar sonst nicht so viele Rohstoffe, aber dann können wir zumindest hier mit der Holzfällerei ein bisschen Geld verdienen für den Anfang. Das können wir dann später hier in die ganze Holzindustrie investieren. Also das Holz meine ich jetzt. Und natürlich auch das Geld, was wir daraus verdienen. Ist die Bank da gerade einfach hingespawnt worden? Das werden wir wohl nie herausfinden. So, YOLO. Geht nicht. Das von Rotz geht nicht. Was habe ich denn da kaputt gemacht? Ach so. So, machen wir es mal so. Okay, jetzt haben wir hier Einwanderer. Dann mache ich hier direkt Bildung. Dass wir hier zumindest Oberschulleute haben. So, 8000. So. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, fürs Zollamt brauchen wir auch Oberschulleute. Also von daher machen wir da jetzt hier nichts Verkehrtes. Aber so ein bisschen Sorgen macht mir hier die Nahrungsmittelversorgung. Ist das unser Elbretz? Ach ne, unser Soldat. Der hier sind nicht rumläuft. Der Barnabe Perez. 20 Jahre alt und läuft sinnlos um den Palast. Das ist sein Job. Boah, so möchte ich auch mal arbeiten. Einfach nur sinnlos um Gebäude rennen, das den ganzen Tag. Schade, dass ich gerade keine Instant Buttons hier habe. Jokure. Hey, Praise. Was willst du? Ich bin mit Regierung beschäftigt. Gehst mal hierher, damit unsere vollen Säcke hier langsam das Arbeiten anfangen. Wow, das ist so viel, was wir exportieren. Wow, kriegen richtig viel Cash raus.
baut denn da keiner? Das ist ja... Ja, keiner. Schaut euch an hier, wie viel sind denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 7 sind arbeitsfähig und keiner baut. Im Ernst, das... Oh. Ja, ich gehe hier aber auch mal davon aus... Ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Dingsens... Unsere Plantagen, wie Ranches da genauso funktionieren wie die Plantagen. Dass eine 50 Leute packt. Bei den Dingern, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und da Fische hier anscheinend auch nur ein begrenzter Rohstoff sind, wie sinnlos das auch immer ist. Yay, ich stehe mitten in diesen Dingern drin. YOLO. So, jetzt können wir hier gleich unsere Leute ausbilden. So, was brauchen wir dann noch? Unterhaltung. Damit sie uns hier nicht vor Langeweile amok laufen oder sowas. So, hier direkt neben die Klinik. So, falls da jemand ein bisschen zu viel schnäpselt, dann ist der Arzt gleich um die Ecke. Halt, gehen wir erstmal in die Oberschule. Dann dürften sie alle hier schnell ihre Ausbildung fertig machen, wenn wir hier die Lehrer ein bisschen antreiben. Wenn du etwas möchtest, dann erledige es selbst. Ich frage mich gerade, was wir überhaupt mit dem Zeug auf unserem Schweizer Bankkonto anfangen können. Ach, okay, das Ding ist eh gleich fertig. Nur denn. Oh, und keine Leute hier ausgebildet werden. Super. Sag mal, ist das deren scheiß verdammter Ernst? 12 nur Einwanderer, Alter. Ich würde sie alle ganz gerne auf Farmen schicken, aber können wir nicht machen. Wir können keine Farm bauen. Och man, wir können 2 Lager bauen. Wir könnten einen Bohrturm bauen. Ohne Öl. Lohnt sich bestimmt. Doch, jetzt hör doch mal auf. Aber sonst, ja, Salz gibt's hier auch keins. Naja. Müssen wir halt gucken. So, jetzt baut das Ding doch endlich fertig. Jawohl, ja, so. Es dürfte... Doch, ich will kein Gefängnis. Moment, Zollamt, nicht? Was ist hier? Zollamt. 10.000. So, das würde ich dann hierher so stellen. Zollamt. Die hiesigen Arbeiter wurden in einer speziellen, dunklen Art von Frohlocke! Das neue Haus des Herrn hat seine Tore für alle Gläubigen geöffnet. Vater Esteban! Es ist eine Bar und keine Kirche. Ich weiß, aber wir müssen auch moderne Wege gehen, um seinen Namen zu preisen. Ah ja. So, jetzt soll ich von vorne anfangen. Die hiesigen Arbeiter wurden einer speziellen, dunklen Art von Mathematik trainiert. Gibt es denn eine helle Art von Mathematik? Na. Ihre Rechenoperationen ergeben jedes Mal eine andere Summe. Das Zollamt hat je nach Einfluss Arbeits... Was? Das Zollamt hat je nach Arbeitsmodus Einfluss auf Import- und Exportpreise sowie Touristensteuer. Gucken, Exporte fördern, Exportgewinn. Ausgaben für Importe können sich verringern. Naja, Touristen. Nee, dann machen wir hier Exporte fördern. Das ist gerade das Sinnvollste, denke ich mal. Wir sollten jetzt fortschrittliche Industrien aufbauen, Partner. Bauen Sie eine Konservenfabrik und aktivieren Sie den Kaffeeimport über das Infofenster des Gebäudes oder den Abschnitt Import des Journals. Kaffee in Dosen aus der Karibik ist sehr beliebt in den Cafés der USA. Aus irgendeinem Grund sind die Yankees total verrückt nach dem Zeug und zahlen für einen hohen Preis. Wir müssen mindestens 1000 Einheiten exportieren, um die große Nachfrage zu decken.
Wir sollten mehr als eine Dosenfabrik bauen, um unsere Industrie schneller in Gang zu bringen. Wenn wir die Kohle dafür haben. Naja gut, das hat sich wohl gerade geklärt. Industrie, wir brauchen, was brauchen wir? Eine Konservenfabrik. Stellen wir einfach mal zwei her, oder wie? Brauchen wir gleich noch eine? Ich meine, wir können es uns leisten. So, Importe zulassen. Ein kleiner politischer Zwischenfall hat sich heute ereignet. Die Frau eines US-Botschafters wurde am Zoll aufgehalten, weil ihr Ehemann sie als nutzlose Bagage deklariert hatte. Später wurde die Frau gegen ein entsprechendes Entgelt wieder freigelassen. What the... So, Moment mal, wie können wir das jetzt importieren? Handelsüberblick? Nee. So, Moment mal, Wirtschaft. Können wir es vielleicht hier machen? Nee. So, wie ging das? Wir sollten jetzt fortschrittliche Industrien aufbauen, Partner. Import des Journals. Import. Moment, das ist aber hier Handel. Import. Spitzenimport. Ich blick nicht so ganz ein. Na ja gut, dann machen wir es halt über das Gebäude. Importe zulassen. Importe zulassen. So. Gut, gut. Es dürfte ja alles jetzt recht billig sein. Also müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Alter, wie unsere Bevölkerung schon rasant hier angestiegen ist. Och, achso, das sind... Ah, okay. Exporte für. Nun sind wir denn schon hier. 10% mehr Exportgewinn. YOLO. Yay. Unser Holz macht wenig Gewinn. Bei den Kühen geht's hier bestimmt gut. Vor allem, wenn hier jetzt dann die Fabriken stehen, die wir natürlich auf die saftigsten Weiden gestellt haben. Kann man hier sonst noch langsam, aber sicher. Nee, wir bleiben hier beim Ausbeuterbetrieb. Normaler, vergnüglicher 14-Stunden Arbeitstag. So, hier werden dann noch welche ausgebildet. Eine Hochschule brauchen wir dann später noch. Brauchen wir ja auch noch, ne? So, sind nur Einwanderer. Was willst du? Ich bin mit Regierung beschäftigt. Ich bin natürlich an der falschen Baustelle. Wie klar das jetzt auch immer war. Was haben wir denn hier? Weitere Häfen. Hola, Presidente. Wie Sie wissen, kann ein Hafen nur eine begrenzte Anzahl von Importwaren aufnehmen, wenn ein Schiff ankommt. Es sieht so aus, als seien unsere Hafenarbeiter zu faul und wollen keine größeren Mengen an Importgütern ausladen. Der Bau weiterer Hafenbecken sollte als Produktion lösen. Der Bau eines weiteren Hafens wird unsere Produktion fördern. Bitte, wie viel Geld wir da wieder hinterher geschissen bekommen. Infrastruktur. Hafen. Bauplan. Wie ist das denn? So, die Straße sah so schön symmetrisch aus. Jetzt komme ich und es ist alles hässlich. Aber komm. Ich wollte Ihnen einige aufstellen. Ach, schon wieder diese räuberischen Diebe. Ja, ja, Sicherheit machen wir dann. Erstmal hier alles soweit fertig machen, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen können und dann mal gucken. Jawohl, jetzt ist das Ding schon so gut wie fertig. So, jetzt ist es fertig. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Wir wollen bestimmt Produktion. Jawohl, als hätte ich es geahnt, gewusst, getan. Dinge halt. Zurück zur so, Arbeit. So, dann gehen wir jetzt hier zur Baustelle, machen dies. Und dann bauen die da Schnello. Und dann müssen wir halt mal gucken. Wie viel kosten das? Wir bauen einfach das Ding fertig und dann machen die das doch schon. Das traue ich denen diesmal sogar zu. Ich meine, Häuser kann man dann noch bauen, Sicherheit brauchen wir dann auch noch, aber das kommt nach und nach. Das wollte ich gerade vorlesen. Na?
Jedes Mal, wenn El Presidente eine